Nein, die Bundeskanzlerin wird nicht über den Gegenstand mit Griechenland sprechen, den die Troika zu berichten hat. Die Troika muss nämlich berichten, ob Griechenland seine Verpflichtungen aus dem Hilfsprogramm erfüllt. Denn das ist die Voraussetzung für die Auszahlung der nächsten Tranche dieses Hilfsprogramms. Darum geht's. Das Ganze ist, der Rest ist ein bisschen Fantasie. Ohne eine Tranche, die Auszahlung der nächsten Tranche hat Griechenland natürlich akute Finanzprobleme, das ist wahr. Aber die Absprachen sind ganz klar. Griechenland muss seine Verpflichtungen erfüllen, damit die nächste Tranche ausbezahlt werden kann. Dass irgendwann Griechenland so viel erwirtschaften muss, wie es ausgibt. Das ist bei jedem Land so. Das gilt auch für Griechenland. Das kann es nicht von heute auf morgen. Deswegen ist das Hilfsprogramm auf bis zu 2020, also sind ja immer noch 8 Jahre, angelegt, dass erst dann Griechenland wieder Zugang zu den Finanzmärkten bekommen muss. Und in dieser Zeit, und dafür braucht Griechenland eine Menge Finanzierung in der Zwischenzeit. Aber Griechenland muss natürlich strukturelle Reformen durchsetzen, damit es überhaupt irgendwann wettbewerbsfähig wird. Griechenland ist zu teuer. Griechenland kann nicht dauerhaft mehr Geld ausgeben, als es einnimmt. Das kann niemand. Und niemand kann es auf die Rechnung anderer tun. Das geht auch in Europa nicht.